Hey ho und willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Für euch sollte das ganz gewohnt wie immer kommen. Für mich ist jedoch ein Monat, ich weiß gar nicht wie viel Zeit schon vergangen. Aber auf jeden Fall habe ich ein paar Dinge erledigt offline. Ich habe nämlich ein bisschen vorproduziert. Zuerst habe ich nämlich eine Quest aus Versehen gestartet. Also das war das Event. Irgendwas mit Hydrowesen und Wasser. Und am Ende haben wir etwas bekommen. Also das habe ich nicht aufgenommen leider, weil ich das im Multiplayer gemacht habe, zusammen mit Kid Deku. Nämlich dieses Endora-Ding. Und wenn ich das jetzt anlege, und dieses Ding folgt uns, das schläft manchmal und macht einfach nur Partikel und ist einfach dabei. Also einfach nur ein Pet. Aber dafür hat es sich gelohnt. Dann habe ich noch ein paar 10er-Gebiete gemacht. Also ich hoffe, das geht endlich. Tada! Das macht. Barbara ist hier. Leave the... Tada! Wir haben Barbara. Und da ist sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich liebe sie. Und los! Ah. Okay. Ich hab Angst. Drachenblutschwert. Ja! Ja, wir haben sogar Razor bekommen! Oh mein Gott! Okay, der ist sogar geiler als Venti. Ja, der Rest kann eh nichts Tolles sein, also. Oh mein Gott, ja, den wollte ich haben! Wieso schon wieder sie? Also nur Schrott. Ja, nur Schrott. Na Mann. Muss noch hier auf das Sternbild gehen. Jetzt das nächste. Verkürzt die Abklingzeit der Darbietung und bla bla bla. Ja, ja, hier. Wir haben jetzt nämlich Razor. Ich habe ihn auch schon ein bisschen hochgestuft, weil ich kämpfe sehr gern mit ihm und ich finde ihn von Design her cool und seine Waffen. Und wir haben Fischl. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin de Verert. Ja, genau die. Ich fand die irgendwie bisher noch nicht so besonders spannend. Deswegen, ich habe die gar nicht gespielt. Dann eine Sache, die wir kurz zwischendrin machen können. Nämlich den Aufstieg hier. Damit ich hier mal weiter leveln kann. So. Tada. Nach dem Endora-Event mit diesem Wasserpad gab es nämlich noch eine Quest mit ein paar Wunderkisten. Hier seht ihr einmal die erste Wunderkiste, die ich geholt habe. Wie bereits erwähnt, sehen wir hier, wie ich jetzt die erste Wunderkiste hole bei dem Lieben. Er hat dann jeweils random irgendeine Wunderkiste mit einem zufälligen Element. Hier in meinem Fall war es halt dann Dendro-Kiste. Und in der Dendro-Kiste würde ich dann 40 Urgestein bekommen und diese Bücher. Und je nachdem, welche Kiste es ist, benötigt Lieben auch andere Materialien. Und das musste man dann 5 Tage hintereinander machen, jeden Tag eine neue Kiste. Und sobald man die 5 Tage hintereinander hatte, konnte man eine super Wunderkiste öffnen. Hi! Hier befinden wir uns gerade vor Lieben oder Lieben, keine Ahnung, wie man seinen Namen ausspricht. Es gibt ja gerade diese Aktion, die wunderbare, wunderbare. Wunderbare, wunderbare. Ein Monster soll ein recht auffälliger Typ aufgetaucht sein. Er meint, er hätte ein paar neue Geschäftsideen und sucht nach Freiwilligen zur Zusammenarbeit. Und hier muss man das 5-mal machen. Ich habe es bereits 4-mal gemacht. Und dann kriegt man eine super Wunderkiste. Hahaha. Hallo. Ich werde heute auf dich zählen. Ich bin geschäftlich hier. Folgende Dinge werden heute gebraucht.
Ich hoffe, ich habe alles. Ah, Feuer sogar. Das ist super, weil hier 6 Stück davon, ne? Das ist echt gut. Tausch bestätigen. Und jetzt kommt die Super Wunderkiste. 100 Stück davon. Okay, ist in Ordnung. Ich hätte irgendwie was Spektakuläres erwartet. Das war's? Man hätte sogar vorher gucken können, was da drin ist. Ah, echt jetzt? Das ist alles, was du mir gibst? Okay. Gut, dann war's das. Bis gleich. Danach bin ich auch nochmal Ella Musk begegnet, die wollte da etwas Dichterisches machen. Der dichterliche Austausch lief beim ersten Mal nicht so gut, weil ich nicht verstanden habe, dass es im Inventar dann drin ist. Das Gedicht von denen, von Ella, was ich dann vortragen soll vor Hilly Charles. Beim zweiten Mal hat es dann geklappt und dafür habe ich dann hier bei den Herausforderungen dieses Theme hier bekommen. Und dieses Namenskärtchen. Dann habe ich nämlich alle Anemoculus gesammelt, das seht ihr hier. Also, ihr seht ja dieses schwarze Loch hier. Ich wollte ja eigentlich schon immer wissen, wo das hinführt. Und angeblich soll das... Oh mein Gott, ich habe Angst. Mit Lichtgeschwindigkeit voraus. Maskgriff. Also führt es doch dahin. Ah, da sieht man auch oben links. Genau, das soll nämlich genau hier hinführen. Da ist es. Wir nur das Anemoculus haben. So, nehmen wir einen davon. Oh. Ich will das Ding gar nicht aktivieren oder sonst was. Ich will gar nicht wissen, was das macht. Ich will nur das und... Was ist jetzt? Sollte nicht irgendeine Meldung kommen oder so? Ich denke, wenn ich alle gesammelt hätte, hätte ich ja irgendwie eine Herausforderung Dings bekommen. Also eine Auszeichnung. Achievement. 15, aber ich habe noch 16. Ich muss verpassen. Warum habe ich noch einen? Oh, Stufe 10. Okay, aber ich habe noch eins. Und die letzte Sache, die ich gemacht habe, war auf eine Insel gehen. Zusammen mit Kaya. Hier irgendwo ist nämlich noch eine Insel, um eine Quest weiterzuführen. Das seht ihr jetzt. Gut, dann wird das Ganze wohl mit Kaya ablaufen. Ich werde mich hier... Ich schaffe es immer rechtzeitig, E zu drücken. Und so Schritt für Schritt dahin ankommen. Freeze! Ein Fehler und alles von neu machen. Freeze! Ich fühle mich so ein bisschen wie Son Goku auf dem Schlangenpfad. Wir kommen der Sache langsam näher. Also jetzt könnte ich eigentlich wirklich so langsam mal schwimmen. Aber ich traue mich nicht. Wir machen so weiter. Ich meine, es geht ja eh schneller für euch voran. What's the hurry? Was ist hier jetzt? Die Samen der Geschichte vom Wind. Also ich habe gerade den Kid Deku gefragt und... Hier soll ein Felsen sein, den ich kaputt machen soll. Rechts von der Sonnenuhr soll ich runterspringen. Hier! Hä? Oh mein Gott. Okay. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber egal! Zerrissene Aufzeichnung. Scheint Notizen zu sein. Was steht denn da? Schau mal rein. Lesen. Oh mein Gott. Es fängt gegen 2 Uhr morgens an und ist spätestens um 5 Uhr morgens wieder vorbei. Um 2 Uhr morgens soll ich mein Elementarblick einsetzen. Okay, das scheint leicht vom Wind weggeweht zu sein. Ja, ah, da oben, okay. So. Da unten ist dann noch eins und wo noch? Da unten. Okay, hat gereicht. Ja! Eine alte Geschichte folgt dem Wind. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Hätte ich das jetzt schon machen sollen? Folge dem Wind. Ab zur Mitte. Okay. Dich kennen wir ja schon. Du bist ja nichts Neues. Was? Hä?
nur? Ist er davon gelaufen? Das war bestimmt eine elementare Reaktion. Lebensform mit einer Reaktion. Es geht auch zum Tempel der tausend Finde schnell hinterher. Oh nein! Nein, 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 die muss fliegen. Das können wir ja sehr gut. Das, oh nee! Nein, 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 nein. Oh Gott, Alter. Ich komm da einfach nicht ran. Jetzt. Ja! Oh Gott, zum Glück. So richtig knapp. Nee, das ist einfach so unangenehm. Ich mach das nicht mit Absicht. Ah. Ich will gar nicht runtergucken. Dieses Ding da unten wahrscheinlich, oder? Gehen wir mal runter. Aber der hier. Was ist das? Was musst du mir wegen dem Auge des Sturms? Auge des Sturms? Ich war die ganze Zeit in diesem Gebiet und so etwas habe ich noch nie gesehen. Außer diesem plötzlich gewaltigen Wind vorhin. Aber ich bin mir sicher, dass es kein Auge des Sturms war. Ich würde das Ding sonst überall erkennen. Ja, dann, wonach suchst du? Ich betreibe hier ein wenig Forschung, um präzise zu sein. Ich forsche zusammen mit einem Freund von mir. Er ist auch ein Gelehrter und wir zusammen auf der Akademie von Sumeru. Er wurde später Archäologe, reiste um die ganze Welt und führte Untersuchungen durch, während ich meine Studien in der Akademie fortsetzte. Als er nach Mondstadt kam, erzählte er mir voller Begeisterung, dass er den Tempel in tausend Winde untersucht. Er sagte sogar so etwas wie, wenn ich erst einmal die Geheimnisse deines Vaterlandes enthüllt habe, bist du der Erste, dem ich davon erzähle. Ich hörte danach nichts mehr von ihm. Ich habe jemanden gebeten, Cyrus einen Brief zu schicken und die Abenteurergilde zu bitten, mir bei der Suche nach dem Verbleib meines Freundes zu helfen. Aber es kam keinerlei Nachrichten von ihm. Und so brach ich meine Studien ab und eilte hierher zurück. Aber hier gibt es nichts außer einer Sonnenuhr. Es gibt uns keine Hinweise. Es gibt eine Sonnenuhr auf dieser Insel. Was? Es gibt eine weitere Sonnenuhr, weil diese identisch ist. Sie befindet sich auf einer Insel. Ja. Ja, ich erinnere mich. Manchmal habe ich die Insel sogar schon von hier gesehen, wenn das Wetter gut ist. Augenblick mal. Du hast mir gerade ein Notizbuch neben der Sonnenuhr gefunden. Ist der Bursche dorthin gegangen? Ja, danke. Ich werde die Gelegenheit haben, wenn ich mich auf dem Weg zu der Insel und mir da umsehen. Vielen Dank. Wenn ich die Gelegenheit habe, mache ich mich auf den Weg zu dieser Insel, um mir das anzusehen. Vorerst habe ich diesen Ort jedoch noch zu erforschen. Ich muss meine Forschungen weiterführen. Wenn du Interesse daran hast, kannst du einen Blick auf meine Forschungsnotizen werfen. Ich habe sie dort drüben gelassen. Aber wer weiß, vielleicht ist da etwas drin, das dir helfen könnte. Wahrscheinlich wieder irgendwas mit Uhrzeiten und sonst was. Ah, hier. Ach, Mann. Konnte der mir das nicht selber geben? Lesen. Okay. Ich glaube, es könnte 2 Uhr morgens gewesen sein. Oder wann war das nochmal? Ah, es ist schon wieder so spät. Ah. Okay. Wir sind sogar... Oh. Oh, ihr habt ein sehr hohes Level. Windblade! Unter die Stimme. Mit der Zeit wird es erneut wachsen. Spießen. Ah, nur ein großes hier. Wie stark bist du? 40. I'll race you there! You've been a naughty boy. Ja. Ah, okay, und wofür war das jetzt alles? Wo kommt dieses Ding her? Vorher war es doch gar nicht hier. Wie hast du es darauf beschworen? Also, du hast heute im Genauesten erklärt, wie das Rätsel gelöst wurde. Ah, also das ist Zeit und der Wind. Es gibt also noch eine weitere Sonnenuhr. Genau wie diese hier auf der Insel, nicht wahr? Und ist die Methode zur Lösung des Rätsels dieselbe? Da muss eine Verbindung zwischen diesen beiden Sonnenuhren und den beiden Orten geben, wo sie sich befinden. Ich muss einen Weg finden, auf diese Insel zu kommen, und zwar schnell. Vielen Dank, Reisender.
Nachdem ich einige Vorkehrungen getroffen habe, werde ich mich auf die Suche nach dir machen und wir werden diese unbewohnte Insel gemeinsam besuchen. War das alles? Also der Kampf war schrecklich. Aber okay. So, das war's aber für diese Folge. Das ist nur so eine Zwischenfolge von den Dingen, die ich gemacht habe. Nach der Story jedenfalls. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tülü. Ach, so ist es.